Vorgestellt wird die Röhre VE von DTW, der Deutschen Telefoniewerke, von 1924. Die Röhre VE wurde für die Hochfrequenztelefonie benutzt. Unter Hochfrequenztelefonie versteht man die Aufmodulation von Sprache auf Hochfrequenz, Entschuldigung, Hochspannungsleitungen zur Kommunikation der einzelnen Stationen. Die Röhre selbst besitzt zwei Sockel, einen klassischen Liebensockel für die Heizung und für das Steuergitter, sowie am Kopf der Röhre zwei Buchsen für Bananenstecker für die beiden Anoden. Die Röhre selbst ist eine Triode mit zwei Anoden, und zwar sogenannten Schachtelanoden. Jede Lamelle, also die oberste Lamelle, ist die erste Anode, die Lamelle darunter ist die zweite Anode, die Lamelle darunter ist wieder die erste Anode und so weiter. Zu der Röhre selbst gibt es praktisch keine Informationen. Man sieht den Aufbau der Röhre, das ist alles aus Glas, das ist alles Handarbeit. Der Heizfaden ist gespannt in dieser Feder. Man kann ihn erkennen als V. Darüber ist das Steuergitter. Die einzigste technische Dokumentation, die ich gefunden habe, ist mit auch drei Hände. Jetzt gehe ich knapp jetzt ans Copyright. Ist aus dem Buch, dem E-Book Hochfrequenz Nachrichtentechnik für Elektrizitätswerke von Gerhard Ressler von 1941. Und das ist als E-Book käuflich zu erwerben für 39,96 € aus dem Springer Verlag. Dieses Buch beschreibt mit drei Leseproben den ungefähren Aufbau des damaligen Systems. Ich hoffe, die 4K-Auflösung ist hoch genug, um es lesen zu können. Die linke Seite beschreibt das stationäre Gerät. Ich kann damit Kanalwahl betreiben, also ich kann Sprache auf mehreren verschiedenen Bändern aufmodulieren. Die mittlere Seite beschreibt der grobe Aufbau der Schaltung selbst. Von diesen Röhren wurden zwei Stück benutzt. Die Ankopplung an die Hochspannungsleitung selbst erfolgte über Hochspannungskondensatoren. Und die dritte Seite beschreibt das portable Gerät, in den zwei dieser Röhren eingebaut sind.